Die Kim ist uns besuchen gekommen. Hallo, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Und euch? Ja, mir geht's auch sehr gut. Den anderen glaube ich auch. hast du, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, irgendwelche neuen Tattoos? Oh, warte mal, jetzt muss ich mich überlegen. Wir haben uns gesehen in Dortmund. Vor zwei Jahren. Ja, meine Hände. Ah. Glaube ich. Was ist neu? Ja, die ganzen Schriften, also die Schriften und mein kleines Krickelkrackel und so. Und ansonsten. Steht da Stay? Warte, mit den Ringen sieht man es halt immer so doof, gell? Stay True. Genau. Ja, und ansonsten halt. Ja, so ein bisschen Mädchenkram halt, gell? Ja, süß. Ja. Ich sehe da gerade eine Hantel, da haben wir ja gerade noch kurz drüber gesprochen. Du warst ja da sehr aktiv im Eisenpumpen. Ja. Aber du sagst, du reitest jetzt lieber wieder. Das hört sich ja auch super an, genau. Auf ein Pferd. Du hast ein Pferd gekauft. Nein, geklaut. Mit dir kann man Pferde stehlen. Mit mir kann man Pferde stehlen. Nein, aber das stimmt wirklich. Also ich schaffe es nicht mehr, 7 Tage die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Ich habe seit letztem Jahr im Mai mir meinen Traum erfüllt und habe mir mein eigenes Pferd gekauft. Und ja, da mache ich eigentlich auch genug Sport. Ja, kann ich mir vorstellen. Wie heißt das Pferd? Pepper. Oh, süß. Ist ein Mädchen, 5 Jahre ohne Zicke. Oh nein. Na, passend zu mir. Findest du? Finde ich gar nicht. Naja, so in manchen Situationen zumindest schon. Dann hatte ich jetzt immer Glück. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, jede Frau ist auf eine gewisse Art und Weise in manchen Situationen mal zickig. An bestimmten Tagen vielleicht. Man muss dann immer vorwarnen. Richtig. Obacht. Es ist wieder soweit. Ich sage immer, heute habe ich meine Tage. Ich schlag dich nieder, keine Frage. Das ist aber auch geil. Das könnte ich mir immer merken. Heute Panther-Style. Heute in Periode. Aber wieder nur Quatsch. Ich schwöre dir, wenn ich hier rausgehe, habe ich den Spruch schon wieder vergessen, weil das sind immer so Sachen. Ich denke, nehme mir dann immer vor, wenn ich irgendwas Cooles höre, oh, das musst du dir unbedingt merken. Und zum Schluss stehe ich da und denke so, wie war denn das nochmal? Ja, super. Vergessen. Musst du dir aufschreiben. Ja. Hast du denn schon immer gern geritten? Das klingt jetzt wieder bescheuert, aber warst du schon immer ein Pferdemädchen? Ein Pferdemädchen. Ja, ich bin schon immer gerne geritten. Oh, ich sehe auch jetzt nicht das Hufeisen auch. Oh ja, stimmt, das ist auch neu. Siehst du, weil man ich hab's entdeckt. Ja, also ich habe vor 15 Jahren aufgehört mit dem Pferdesport. Sehr gut, sehr gut. Endlich hast du mich gerettet. Yeah. Weil es einfach zeittechnisch nicht ging. Weil es ist ja schon zeitintensiv alles. Und jetzt habe ich gesagt, ach Mensch, los, auf die Plätze, fertig, los. Ich kaufe mir wieder ein Pferd. Habe ich gemacht. Und ja, wir reiten, gehen auf Turniere. Wir machen Kuharbeit. Wir sind ein reines Mädels-Team. Männer sind auch auf Turnieren verboten. Es sei denn, sie putzen uns dann in die Pferde und bringen uns den Alkohol. Sehr gut. Ja. Die Knappen quasi. Genau, die TT, wie man so schön sagt. Turniertrottel. Sehr schön. Und hier auf der Convention, hast du da auch irgendwelche bestimmten Pläne oder triffst du einfach Leute wieder? Lässt du dir was stechen vielleicht? Also ich bin ja eigentlich so im Grunde für so große Sachen auf Convention nicht so unbedingt zu haben, weil ich das schon eher so im Studio-Stil gerne habe, wo ich meine Ruhe habe, habe ich es eigentlich nicht vor, mir was stechen zu lassen. Ich bin eigentlich hauptsächlich hier, um mal alle wiederzutreffen, die man schon ewig nicht gesehen hat, weil es ist ja nicht so, dass du jetzt jedes, also ich mache es zumindest nicht mehr aktuell, dass ich jedes Wochenende auf irgendeiner Convention bin, so wie die letzten 2 Jahre, wo ich das immer gemacht habe. Und von daher freue ich mich einfach sehr darüber, mal alte Gesichter wiederzusehen. Hoffentlich inzwischen nicht ganz so alt geworden sind. Nein, auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall fällt mir auf, früher gab es immer bei Stichpunkt TV Jägermeister, ich weiß ja nicht, wo er ist. Ja, das wird dann bei YouTube immer weggedingsbumst. Ach so. Also man darf bei YouTube keinen Alkohol mehr trinken und ich darf auch nicht mehr sagen. Ach, Piep sagen. Na, verpiepte Piepe, wir dürfen das nicht mehr sagen. Verpiepte Piepe dürfen wir auch nicht mehr sagen. Ach so, na prima, da müssen wir uns jetzt quasi für die verpiepten Piepe... Und unterm Tisch neue trinken. Sachen einfallen lassen. Wir können jetzt sagen, das ist Schwarztee. Ja. Also wir haben ja gerade erst angefangen. Wir kriegen da auf jeden Fall noch was hin. Das ja, irgendwie. Später dann. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ja, sehr, sehr gut. Hast du sonst, das Jahr hat ja gerade erst angefangen, hast du irgendwelche tollen Pläne, vielleicht sogar Vorsätze, das schreckliche Wort? Naja. Oder worauf freust du dich besonders dieses Jahr? Also ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwelche Vorsätze habe ich nicht. Ich wünsche mir einfach nur von Herzen, dass meine Familie gesund wird und gesund bleibt. Und dass halt auch meine Freunde gesund bleiben, weil das ist das Wichtigste, weil in manchen Situationen merkt man erstmal eigentlich, wie scheiße es ist, wenn jemand krank wird. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Aussage. Möchtest du sonst noch irgendwas über dich erzählen oder möchtest du freigelassen werden, um hier rumzulaufen?
Also mir fällt jetzt eigentlich spontan gar nichts ein. Ist nicht schlimm, dann habe ich gut gefragt. Ja, du hast super gut gefragt. Vielleicht später. Vielleicht später kommt dann noch die zweite Runde. Mal gucken. Dann muss ich dich jetzt erstmal knuddeln. Ja. Danke.